donc forcément que ça, on peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets surtout sur notre première mi-temps. Das ist natürlich bitter, vor allem wenn man unsere Leistung in der ersten Hälfte bedenkt. Wir haben gut gespielt, aber ich glaube, wir hätten noch mehr Offensivdrang entwickeln müssen. Wir waren im ersten Durchgang dominant, aber wir konnten nach dem ersten Tor nicht nachlegen. Ich habe meinen Spielern in der Halbzeitpause gesagt, dass Lille im zweiten Durchgang ganz anders auftreten wird als im ersten. Der Gegner musste irgendeine Reaktion zeigen. Und in der zweiten Hälfte standen wir gleich unter enormem Druck. Und dann hat Lille zwei Tore innerhalb von nur 4 Minuten erzielt. Das hat uns gekillt. Danach hatten wir auch keinen Team-Spirit mehr. Wir haben kein Mittel gefunden, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir haben es probiert, aber es hat nicht geklappt. Ich kann nicht zufrieden sein, ich bin vielmehr zu Recht verärgert. Wir haben eine riesengroße Chance liegen gelassen, den Abstand zwischen uns und unseren direkten Konkurrenten in der Tabelle zu vergrößern. Ich hoffe, dass wir diesem Ergebnis in einigen Wochen nicht noch nachtrauern werden. On a l'occasion de faire un petit break avec les équipes qui sont derrière nous. On le loupe, j'espère que on n'aura pas à le regretter dans quelques semaines.